Wie haben wir das vermisst? Gleichgesinnte treffen, sich miteinander austauschen oder, wie man neudeutsch sagt, netzwerken. Nachdem nun Events weitestgehend ohne Einschränkungen wieder stattfinden dürfen, ging heute der Wirtschaftsbrunch in der Muldestadt über die Bühne. Da konnte man seitens des Veranstalters Kraus Event wohl kein treffenderes Motto wählen als gemeinsam Großes wagen. Wirtschaftsbrunch 2022. Einen würdigen Rahmen bot das frisch sanierte Zwickauer Gewandhaus. Man kennt sich hier in der Region und schnell kamen die Repräsentanten aus Wirtschaft, Kultur, Sport und dem gesellschaftlichen Leben miteinander ins Gespräch. Wir haben einmal nachgefragt. Riesig habe ich mich auf diesen Termin gefreut. Man sieht viele bekannte Gesichter, auch die, auf die man sich wirklich viele Monate schon gefreut hat. Und ich glaube, gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, dass man zusammenkommt, sich gegenseitig motiviert, stärkt, austauscht, das Netzwerk wiederbelebt. Denn wir werden uns gegenseitig wirklich helfen müssen, um auch durch diese anspruchsvollen Zeiten durchzukommen. Natürlich ist es auch dem Landkreis Zwickau eine Herzensangelegenheit, bei diesem Event dabei zu sein, Herr Michaelis. Ja, das hat mittlerweile schon eine sehr schöne Tradition, dass wir als Landkreis Zwickau den Wirtschaftsbrunch hier im Landkreis unterstützen. Heute in dem schönen Gewandhaus der Stadt Zwickau, organisiert durch Kraus Event. Und durch unseren finanziellen Beitrag möchten wir dann nicht nur die Veranstaltung unterstützen, sondern auch die Region Zwickau, die sich jetzt sehr gut etabliert hat als Dach- und Wortmarke zum schöner Wohlfühlen für die Familien und Arbeitnehmer, die hierher kommen und hier bleiben. Ja, es ist wie so ein Klassentreffen. So gefühlt das erste Mal, dass man 2022 irgendwie mit einer großen Runde an Menschen zusammenkommt. Wir freuen uns sehr, dass wir die Veranstaltung weiterführen können hier im Theater Plauen-Zwickau. Ich glaube, es war die richtige Entscheidung. Ganz viele Menschen waren einfach noch nie hier. Und ja, wir haben eine sehr gut zusammengestellte Runde und ich glaube, es ist ein sehr schönes Format. Und das Wichtigste ist einfach, dass man wieder mal zusammen ist und miteinander kommunizieren kann. Du hast einen jungen Mann mitgebracht, den werde ich gleich mal ansprechen. Gebürtiger Zwickau, in die Welt gegangen, kann man so sagen, wieder zurückgekommen. Es war ja ein bisschen traurig, was ihm da so widerfahren ist, aber am Ende sind sie ja ganz oben angekommen. Ja, auf jeden Fall. Es ist schön, wieder hier zu sein. Noch danke für die Einladung von Matthias. Es ist wirklich ein Stück Heimat, was ja hier auch geblieben ist. Und nach den vielen Jahren, wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen, ich bin mit 18, habe ich Zwickau verlassen und jetzt bin ich 33. Viele Jahre vergangen und es ist schön, wieder hier zu sein. Was genau heißt es, wenn Sie zurückkommen? Ja, wie erwähnt, es ist ein Heimatgefühl, es ist so ein bisschen auch wieder alte. Ich habe heute meinen ehemaligen F-Jugendtrainer gesehen. Das ist schön, wenn man einfach solche Weggefährten wieder trifft und ja, macht einfach Spaß, hier zu sein. Sie werden aktiv versuchen, unseren FSV zu unterstützen? Ja, man drückt immer von Weitem die Daumen und dann hofft natürlich, dass der FSV Zwickau die dritte Liga hält und vielleicht gibt es auch irgendwann wieder mal ein Wunder und man schafft sogar den Sprung in die zweite Liga. Das wäre wünschenswert. Ja, heute beim Wirtschaftsbrunch ein Mann dabei, der unsere Region 2025 mit in die Welt nach Europa trägt. Hallo, schönen guten Morgen. Herzlichen Dank für die tolle Einladung. Kulturhauptstadt hat einen sehr weiten Kulturbegriff. Es geht um Unternehmertum, um Sport, um Jugend, nicht nur um Kunst. Und ich freue mich, heute hier viele tolle Menschen kennenlernen zu können, die der Kulturhauptstadt möglicherweise auch helfen. Wie kommt man dazu, von Ihrer Vita her? Was haben Sie getan, um diesen Job genau übernommen zu haben dann am Ende? Na, ich habe eine Annonce gelesen und habe einen netten Brief geschrieben. Und dann wurde ich eingeladen zu einem Vorstellungsgespräch. Und dann habe ich erzählt, was ich vorhabe. Und siehe da, die haben sich für mich entschieden. Was meinen Sie, was ist der Stellenwert, den Chemnitz und damit unsere Region europaweit dann ausmachen wird? Oh, das ist eine schwierige Voranalyse. Wir müssen uns vor allen Dingen jetzt erstmal anstrengen, miteinander schlau zu sein. Ideen gibt es viele, wir müssen sie auch umsetzen. Und ich denke, wir werden See der Anziehen, also das Ungesehene, auf jeden Fall in ganz Europa sichtbar machen. Ich glaube, die Effekte kommen erst 5, 6, 10 Jahre später. Wir investieren im Moment in unsere Zukunft und müssen schauen, wie sich das entwickelt. Vielleicht ist dieser Wirtschaftsbrunch heute hier in Zwickau eine gute Plattform, um sich
bekannter zu machen? Unbedingt. Wir wollen Kultur und Wirtschaft zusammenbringen. Die einen fragen immer, wer seid ihr? Und die anderen wissen nicht, was die anderen machen. Und ich glaube, die Kulturhauptstadt ist eine Riesenchance, die Menschen und die Unternehmer und die Künstler näher aneinander zu bringen und auch unsere Gesellschaft und die Atmosphäre in den sächsischen Städten besser und schöner zu gestalten. Natürlich ist es für die Sparkasse Zwickau auch eine Herzensangelegenheit, bei diesem Wirtschaftsbrunch mit dabei zu sein. Natürlich, Wirtschaftsbrunch ist ja was, wovon wir leben. Wir treffen unsere Kunden hier und ich glaube, es ist sehr gut, dass das zu dem Zeitpunkt stattfindet, weil wir befinden uns, denke ich, global in einer schwierigen Lage. Und ich glaube, so eine Veranstaltung kann auch Mut machen, den Blick nach vorne richten, was können wir verändern. Ich habe mich gerade mit Kunden unterhalten, Lieferkettenproblematik, Arbeitsmarktproblematik, Rezessionsängste und ich glaube, da ist es auch Aufgabe, den Blick gemeinsam zu öffnen und zu schauen, was gibt es an Lösungen, weil es gibt in jeder Situation eine Lösung. Wenn man heute schaut, es sind ja auch ganz interessante Talkrundenpartner, die eingeladen worden sind. Ja, also ich bin mal gespannt, was da dann inhaltlich passiert, ne, weil es ist wirklich ein breites und buntes Spektrum, aber das hat mir letztes Jahr beim Wirtschaftsbrunch ja auch schon genauso. Und es waren sehr interessante Ausführungen, die Einzelnen gemacht haben. Und insofern bin ich auch heute gespannt, vom Fußball über Wirtschaft, über Verwaltung. Die Prominenz ist da und ich glaube, es kann ganz interessant, die unterschiedlichen Aspekte zusammenzuführen. Und dann, glaube ich, dient das dem Motto, Blick nach vorne richten. Genau. Heute hier beim Wirtschaftsbrunch auch ganz junge Leute dabei. Ihr seid uns ja keine Unbekannten, genau. Ihr seid auch in der Talkrunde vertreten. Was genau. Ist euer Ansinnen? Richtig. Also mein Name ist Max Michael, ich bin von der Next H2O2 GmbH Zwickau, der Geschäftsführer. Und wir entwickeln alternative Antriebskonzepte mit Wasserstoff und Wasserstoffperoxid für Fahrzeuge und Stationärantriebe. Für alles, was das Herz begehrt, sagen wir mal. Und da hoffen wir, dass wir hier in Zwickau auf ordentlichen Beinen stehen können und da auch in der Wirtschaft Fuß fassen können. Es ist natürlich heute die perfekte Plattform, sich heute hier mal vorzustellen. Richtig. Also wir konnten schon jetzt einige Kontakte knüpfen mit einigen Industriepartnern eventuell und ich denke mal, da können wir dann auch im Nachhinein noch in viele spannende Diskussionen kommen und vielleicht auch die einen oder anderen Unterstützer für uns finden. Nach dem musikalischen Entree ging es dann direkt in die erste Talkrunde. Die Moderation oblag auch in diesem Jahr wieder André Hart. Nach einer Pause berichtete in Runde 2 der Geschäftsführer der Chemnitzer Kulturhauptstadt GmbH über die Pläne, wie 2025 Chemnitz, Deutschland als europäische Kulturhauptstadt vertreten wird. Vorsichtig optimistische Töne gab es vom Veranstalter des Events. Matthias Kraus freute sich, dass sich wieder was bewegt, betonte aber zugleich, dass es aufgrund der äußeren Umstände schwer werden wird, den Stand wie vor 3 Jahren wieder zu erreichen. Dankbar zeigte er sich, dass man sich in Zeiten der Pandemie auf die Regionalität zurückbesonnen hat. Recht unterhaltsam wurde es dann, als Danny Röhl aus seinem bewegten Leben plauderte und dann mal kurzerhand mit Miroslav Klose telefonierte und ihn bat, unseren FSV beim nächsten Spiel gegen Havelse spielerisch zu unterstützen. Wie geht's dir? Gut, Miro, ey. Wie geht's dir? Alles gut, wo bist du? Ich sitze gerade in Zwickau und wir brauchen noch einen Stürmer unbedingt. Hättest du Zeit? In Zwickau. Ja? Weißt du, wo das liegt? Ja. In die Liga, ja. Ja, genau. Wie sieht's aus? Gib mir 2 Tage, ich stehe ein bisschen noch, dann bin ich da. Ja, sehr gut, super, gib das weiter. Ja, ja, guck mal, der gegen Havelse. Havelse ist okay. Gegen Havelse ist okay, oder? Gut, Leo, danke dir. Wir sehen uns. Bis dahin. Ja. Ciao. Den Gästen des Wirtschaftsbranches war anzumerken, dass sie es genossen haben, wieder in direkten Kontakt mit Gleichgesinnten zu treten. Hoffen wir einfach, dass Videokonferenzen sehr bald der Vergangenheit angehören.